So, Kinders, es geht weiter bei Let's Play Urban Nightmare. So, wir sind immer noch mit diesem sexy Typen unterwegs. Genau, ich war drauf und dran, mich hier drin umzusehen, glaube ich. Nachdem ich hier... Hi! Was jetzt? Wir reden mit dem Mann. Verpiss dich! Okay, wir werden dich eindeutig bedrohen, Alter. Aber als erstes... kruschel ich mich durch deine Wohnung. Okay, jetzt bedrohe ich dich. Hey, spinnst du? Was soll das? Was das soll? Ganz einfach, ich will hier weg, aber du verhältst dich auffällig unkooperativ. So wie jeder bis jetzt. Deswegen werde ich dir gleich deinen Schädel mit diesem netten Werkzeug hier einschlagen. Was sagst du dazu? Nein, bitte nicht, tu mir nichts. Dann sag mir, wie ich hier wegkomme. Durch die Tür hinter dem Steg. Du brauchst aber ein paar Zahlen. Ich kenne sie selbst nicht, nur eine. An der zweiten Stelle ist eine 8. Mehr weiß ich nicht. Okay. Cool, thank you. Du kannst ja doch kooperativ sein, so ist es richtig. Hoffentlich hast du die Wahrheit gesagt, sonst komme ich nochmal wieder. Ich lüge nicht. Ah, okay, wir bekommen also tatsächlich Hinweise diesbezüglich. Das heißt, ich muss mir das nicht aufschreiben. Okay. Alles klar. Könnte natürlich sein, dass das der einzige Hinweis ist, den wir bekommen. Maybe. Maybe, I don't know. Ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, in welchem Haus ich schon drin war und in welchem nicht. Ich glaube, mit dir habe ich schon gequatscht, oder? Ja. Alles klärchen. Dann ist es wohl Zeit für Rätseltime, wie es aussieht. Das war hier, oder? Nö. Haus hinterm Steg, Moment. Ich habe das Game schon eine Weile nicht mehr gezockt, deswegen weiß ich es nicht. Ha! Ich weiß nicht mehr, wo das Haus hinterm Steg war. Prinzipiell sollte ich vielleicht erstmal klar machen, wo der Steg ist. Ich weiß aber echt nicht mehr, wo der Steg jetzt war. Hello? Hello? Are you there? My little boy? Versuchen wir es mit diesem Steg. So, Hinweis. Die Zahl an der zweiten Stelle ist eine 8. Okay. Die Zahl an Stelle 1 ist größer als die an Stelle 3. Und die Zahl an Stelle 3 ist größer als die an 4. Okay. Addiert man Stelle 1 und 3, kommt Stelle 2 heraus. Okay. Das heißt, das kann alles sein, Alter. Könnte ja alles sein, also das könnte 5 plus 3 sein, das könnte 7 plus 1 sein, das, oh Gottes Wille. Tatsächlich könnte es aber auch sein, dass mir eventuell noch ein Hinweis fehlt. Aber wie gesagt, das könnte alles sein. Okay, der Typ weiß nichts mehr. Die Lady da oben hat, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen, oder? Die hat mir Hinweis Nummer 2 oder was gegeben. Ha. Huh. Also ich würde sagen, ich bin durch mit den Hinweisen. Oh mein Gott. Okay. Die zweite Zahl ist auf jeden Fall eine 8. Addiert man Stelle 1 und 3, kommt Stelle 2 heraus. Ja. Addiert man Stelle 1 und 4, kommt Stelle 5 heraus. Okay. Die Zahl an Stelle 1 ist größer als die an Stelle 3.
Das heißt, es kann höchstens eine 5. Na, es könnte eine 5 sein. Es könnte eine 5 sein, es könnte eine 6 sein und es könnte eine 7 sein. Und die Zahl an Stelle 3 ist größer als die an Stelle 4. Okay. Was war Stelle 4? Ist eine gute Frage, ne? Ich hasse sowas, ey. I hate mathematics. Okay. Wir versuchen das jetzt mal rechnerisch zu lösen. Ja? Ich werde mich auch nicht zu lange damit abhalten. Aber ich möchte es versuchen. Also, wir haben 5 Zahlen. Die zweite Zahl ist definitiv die 8. Die Zahl an Stelle 1 ist größer als die an Stelle 3. Das heißt, es könnte eine 5 sein. Und an Stelle 3 könnte eine 3 sein. Es könnte aber auch eine 6 sein und an Stelle 3 könnte eine 2 sein. Es könnte eine 7 sein und es könnte eine 1 an Stelle 3 sein. Die Zahl an Stelle 3 ist größer als die an Stelle 4. Dann könnte an Stelle 4 entweder die 3 oder die 2 sein. Addiert man Stelle 1 und 3, kommt Stelle 2 heraus. Jawohl. Ja, addiert man Stelle 1 und 4, kommt Stelle 5 raus. Ich habe so das Gefühl, dass mir noch eine Zahl fehlt. Was ist an Stelle 5? Die Zahl an Stelle 3 ist größer als die Stelle 4. Das kann eigentlich dann nur die 3 sein. Das heißt, es muss eigentlich, die erste Zahl muss eine 5 sein. An Stelle 3 müsste eine 3 sein. Die Zahl an Stelle 3 ist größer als die an Stelle 4. Aber es könnte eine 2 oder eine 3 sein. Das heißt aber, dann müsste an der 4 entweder eine 1 oder eine 3 sein. Entweder eine 1 oder eine 3. Eine 2, nicht eine 3, Entschuldigung. Weil ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass die Zahl anstelle... Könnte aber auch eine 2 sein und dann halt... Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt. Gehen wir mal davon aus, dass die erste Stelle eine 5 ist. Dann ist die zweite Stelle ist ja die 8, das ist ja klar. Dann müsste es eine 3, eine 2. Dann ist aber die Frage, was ist die letzte Stelle? Ah, das ist zu viel Trial and Error hier. Das ist zu viel Trial and Error. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir noch ein Hinweis fehlt. Ich habe jetzt meines Wissens nach jeden angequatscht. You don't think? I think so.
hier war ja jetzt tatsächlich auch nichts mehr. Die anderen Zahlen kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, Mann. Es muss doch noch irgendwo eine zweite Zahl zumindest geben. Zumindest die letzte Zahl. Ich meine, ich muss da irgendwie auf die letzte Zahl kommen. Tja, aber anscheinend nicht hier. Ha. Ha. I am very, very unpleased. Ne, Mann. Aber das hier sieht mir so verdächtig aus, dieses Haus hier noch. Als ob ich da rüberlaufen könnte. Kann ich aber nicht. Das sieht mir echt so aus. Oder kann ich hier ein Fenster einschlagen? Was? Nein. What? Nein. Ich kann den aber auch nicht benutzen. Ha. Also ich habe echt die Ahnung, was es sein könnte, aber ich ist halt wirklich Trial and Error und so, ne? Also, für mich zumindest. Weil die Hinweise an sich sind zwar okay, aber I don't get it. Okay, ich habe die Lösung. Ich habe tatsächlich mit Trial and Error habe ich jetzt versucht, die letzte Zahl herauszufinden, aber ich habe dann nochmal nachgeschaut, es muss tatsächlich irgendwo einen Hinweis diesbezüglich geben. Also mir fehlt definitiv noch ein Hinweis. Die Frage ist aber, wo? Also, soweit ich weiß, haben wir alle Leute erpresst, die wir erpressen konnten. Es gibt auf jeden Fall irgendwo noch ein Haus. Ja, okay. Ich will... warum kann ich den Scheiß nicht einsetzen, Alter? Was wir kombinieren, Alter. Aus irgendeinem dummen, undefinierbaren Grund habe ich diese Scheibe nicht gesehen, Alter. Was haben wir? Abgenutztes Geschirr. Munchs der Schrei. Crazy, das Vorhängeschloss sieht nicht besonders stabil aus. Ah. This is crazy. Okay, bevor ich da aber reingehe, gucke ich mich erstmal hier oben um. Das, was man in dem Kleiderschrank erwartet. Eine Dildo-Sammlung. Obwohl, das ist meistens in der im Nachtschränkchen. Ob sie diese Brühe noch trinken? Ich würde es ihnen zutrauen. Vielleicht sind sie deswegen alle so crazy. Nichts Interessantes. Scheint eine Art Hinweis zu sein. Die Zahlen 1 und 6 kommen nicht vor. Ja, okay. Das ist natürlich ein Hinweis, mit dem man mitarbeiten kann. Was daraus schließen lässt, dass die letzte Zahl eine 7 ist. Das heißt, mein Rätselraten war gar nicht so verkehrt. Von dem her, easy going! Naja, fast. Hey. Hi. Hey. Was ist das? Ich glaube, ich drehe langsam echt durch. Jetzt habe ich schon Hallus. Ja, das Wort Halluzination war mir gerade zu lang. Nein, dieser Schatten ist genauso real wie die missgebildeten Tiere. Es muss für das alles eine rationale Erklärung geben. Diese Tiere sind eine Laune der Natur. Kann ja sein, dass Umweltgifte oder sowas für ihre Missbildungen verantwortlich sind, hört man ja immer wieder. Und dieser Schatten? Das ist irgendeine optische Täuschung. Die wollen mir Angst einjagen. Spürst du es schon? Dieses lähmende Gefühl, diese Angst, die langsam in dir aufsteigt, Angst, die bald zur Panik wird, bis du deinen Verstand verlierst.
Ich kann es kaum erwarten, dich am Boden zu sehen. Jemand wie du, der auf alle herabschaut, der mit grausamer Selbstverständlichkeit über das Leben anderer bestimmt, hat nichts anderes verdient, als im Dreck zu kriechen. Du kennst mich nicht. Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Warte, du Arschloch! Ich stell mich auch jeden Morgen vor meinen Schatten und beschimpf mich selbst. Hier ist es auch nicht. What? Warum bin ich dem Kind überhaupt gefolgt? Ich verirre mich nur noch mehr in diesem Labyrinth. Cool. Wer warst du nochmal? Sophie? Ich hasse diesen Ort. Alles ist so dreckig und widerlich. Wie halten Menschen das hier nur aus? Ja, es sind halt die Slums. Das Kind ist bestimmt schon längst zu Hause. Ich kehre um. Ah, ich glaube nicht. Ob Marcel überhaupt auf mich gewartet hat? Vielleicht sollte ich einfach weitergehen. Er wartet bestimmt nicht. Er wird schnell ungeduldig. Außerdem würde ich wohl gar nicht mehr zurückfinden. Ja. Yeah. Ich gehe weiter. Ich habe mich entschlossen. Ich bin entschlossen. Ooh, damn. Sophie treibt viel Sport und kann daher solche Vorsprünge ohne Probleme hochklettern. Cool. Ich hoffe, sie macht nicht nur Matratzensport. Da ist jemand. Wer zur Hölle hat diese Stadt entworfen, Alter? Dies ist crazy. Es macht architektonisch überhaupt gar keinen Sinn. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber könnten Sie die Tür bitte wieder aufschließen? Ich habe mich hier nämlich verirrt und suche schon die ganze Zeit den Weg zur Hauptstraße. Ich muss noch dort lang, oder? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Sprechen Sie kein Deutsch? Du Jörg, speak Deutsch! Was soll das denn? Sind Sie verrückt geworden? Was? Hat er gerade sein Geldbeutel da reingeschmissen oder was? Ich glaub's nicht. Er hat den Schlüssel einfach ins Wasser geworfen. Das ist doch total sinnlos. Nun kann er die Tür selbst nicht mehr öffnen. Warum hat er das gemacht? Ich bin genauso ratlos wie du. Ich werde mir den Schlüssel holen. Irgendwie komme ich schon an ihn ran. Ja, cool. Okay, wir spielen Sophie. Die Tür ist verschlossen. Cool. Die Tür ist auch verschlossen. Ja. Yep. Okay, Fenster einreißen kann ich nicht. Das Wasser ist ganz grün. Was steht da? Ekelhaft, oder? Ja, ekelhaft. Die Tür ist offen, aber ich kann doch nicht einfach so in irgendwelche Häuser gehen. Doch, kannst du. What the sh... Was ist das? Ein Karton, ich schaue lieber nicht rein. Why? Who are you? Geht's dir gut? Ob er verletzt ist? Hallo, ist alles in Ordnung? Ich glaube, der Typ ist einfach nur dicht. Vielleicht braucht er Hilfe, ich sollte mal nachschauen. Huh. Dieser ekelhafte Geruch, er stinkt nach Alkohol und Urin. Den fasse ich nicht an. Sag ich doch. Aber als angehende Ärztin, nein, als Mensch ist es meine Pflicht, ihm zu helfen. Was soll ich jetzt machen? Er hat sich bewegt. Naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Ja, er braucht meine Hilfe gar nicht. Wahrscheinlich muss er nur seinen Rausch ausschlafen. Ich könnte ihn in diesem Zustand sowieso nicht nach Hause bringen. Das rede ich mir zwar selbst ein, aber ich bin Ärztin. Okay, sie weigert sich also partout in irgendwelche Kisten reinzuschauen. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Was sind das für Dinge, Alter? What's that? Ach ja, richtig, sie kann ja da hochjumpen. Kann sie nicht einfach über die Tür? Da bist du ja. Entschuldigung, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wer der war. Was ist denn passiert? Bin von der Mauer gefallen. Ach, der Typ, der auf der Mauer jongliert ist. Das habe ich schon befürchtet. Deswegen darfst du nicht auf der Mauer spielen. Hast du das gehört? Nee. Ich werde mir die Wunde mal anschauen. Das würde ich nicht tun an deiner Stelle. Wer weiß, was der Typ alles hat. Ach, so schlimm ist es nicht, aber sie sollte trotzdem verbunden werden. Leider habe ich kein Pflaster bei mir. Ruckschickt. Hier, mein Taschentuch. Ja, das ist ja total dreckig. Wie lange hast du das schon? Weiß nicht, ein paar Jahre. Wie schrecklich. Was müssen das für Eltern sein, die mit dem Kind nicht mal ein frisches Taschentuch geben? Diesen widerlichen Lappen kann ich unmöglich auf die Wunde legen. Sowieso egal, mir tut's schon nicht mehr weh. Ciao. Crazy.
Der stinkt widerlich, den fasse ich nicht an. Okay. Kann ich. Ja, sie scheint relativ viele sowas ähnliches noch wie Moral zu haben, das Mädel. Kescher erhalten. Ja, mega. Sie geht nicht in fremde Häuser, sie guckt nicht in irgendwelche Mülleimer rein. Sie möchte auf jeden Fall politisch korrekt bleiben. Sie hilft keinen besoffenen Typen auf der Straße. Ich meine, mein Gott, würde ich auch nicht machen. Nein, das ist mir zu gefährlich. Nachher springe ich auf die Stacheln. Deswegen stehe ich genau an dem Punkt, wo die Stacheln nicht sind. Okay, ich muss das Ding irgendwie kombinieren oder so. Okay. Okay. Man muss ja von irgendeiner Stelle da rankommen. Crazy, Calvin, was willst du von mir? Ich kann das Ding nicht einsetzen. Aber ich müsste ihn vielleicht mit irgendwas Längerem kombinieren. The question is, what? Das wird schon nichts Ernstes sein. Ach ja, okay. Ich bin noch etwas überfordert mit der Mechanik. Teleskopleiter erhalten. Huah. Okay. Das heißt, ich kann jetzt mit der Leiter... Ach ja, ich kann die Leiter runterlassen. Ja, richtig. Ja, richtig, richtig. Richtig, richtig. Richtig, wichtig. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. In dieses ekelhafte Wasser fasse ich nicht. Ja, deswegen haben wir ja den Kescher gefunden. Endlich! Türschlüssel erhalten. Geil. Den Kescher brauche ich nicht mehr. Ich meine, zum Glück wurde der Schlüssel nicht sonst wo hingeschlüsselt. Okay. Let's go. Ah, ist die verrückte Granny again. Oder? Siehst du das? Was? Was meinen Sie denn? Schau dich mal um. Hä? Siehst du nicht die ganzen Augen, die dich anstarren? Gierige Männeraugen, die schon fast vergessen hatten, wie eine junge und saubere Frau aussieht. Ich weiß, dass ich nicht hierher gehöre. Oh doch, das tust du und trotzdem solltest du nicht hier sein. Verschwinde lieber, bevor es zu spät ist. Das sind echt sehr merkwürdige Dudes hier in dieser Stadt. Sehr merkwürdig. Bam, 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 bam. Jemand folgt mir. Ja. Er wird schneller. Er wird gieriger. Komm schnell rein. Kann ich dir vertrauen? Ich meine, gut, eine andere Möglichkeit haben wir momentan nicht. Ist das etwa die eine Person? Die eine, welche nett ist hier? Entschuldigen Sie, dass ich einfach so in Ihr Haus platze, aber mir kam es so vor, als ob mir jemand folgen würde. Du solltest hier nicht alleine herumlaufen. Ja, das weiß ich jetzt auch. Kann ich mal Ihr Telefon benutzen? Ich möchte ein Taxi rufen. Ich hab keins und ein Taxi habe ich hier auch noch nie gesehen. Was ist das für ein schrecklicher Ort? Bochum Mitte. Du kannst da hinten rechts raus. Die Seitenstraßen sind sicherer. Really? Danke, das ist besser als nichts. Darf ich, bevor ich gehe, Bad benutzen? Ich bin vom ganzen Rennen schon total verschwitzt. Ich hab kein Bad.
Das Bad ist dort. Nochmals danke. Irgendwie traue ich dem ganzen Braten nicht. Hier ist es auch so dreckig. Wenigstens sieht das Wasser normal aus. Dafür der Spiegel nicht! Weißt du, was ausgleichende Gerechtigkeit ist? Wenn jemand, der lügt und betrügt, selbst betrogen wird. Du wirst am eigenen Leib spüren, wie es ist, wenn man dem Falschen vertraut. Schau hinter den Duschvorhang. Du hast mir gar nichts zum Sagen. Oh, das muss der Stress sein. Ich bilde mir das nur ein. Aber interessieren tut's mich trotzdem. Damn. Die haben alle ein bisschen Leichen im Keller, ja? Oder eher gesagt, im Badezimmer. So, dann möchte ich sie auch nicht länger stören. Das dort ist die Tür, oder? Gar nicht auffällig. Sophie, du solltest Kontenance behalten. What? Warum müsst ihr Fremden auch immer so neugierig sein? Ich wollte dir wirklich helfen. Really? Ich wurde dazu genötigt. Ich kenne diesen Blick, so schauen alle, die es gesehen haben. Sie dürfen mir nichts tun. Ich werde niemandem etwas sagen, ich verspreche's. Das war nur ein totes Tier, was soll es auch sonst gewesen sein? Würdest du einer Fremden vertrauen? Ich kann das nicht und deswegen werde ich dich jetzt töten. What? Wow. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten das ausdiskutieren können, Mädchen. Was ist das? Ah, ich verstehe. I understand. Komm mal her. What? Okay, das hat nicht wirklich was gebracht. Ich denke, die Alte muss genau in dem Moment... Shit! Das ist mal eine ganz neue Bedeutung der Dolchstoßlegende. Na dann. Okay. We try again. Ich denke mal, dass ich die alte Schruller hier in das Licht locken muss. In das Licht! Yes. Ich darf mich selbst nicht blenden lassen. Okay. Man muss es auch öfters machen. Was irgendwie keinen Sinn macht, aber... You're done. Ich meine, selber schuld, warum hast du so eine Flutlichtanlage im Hinterzimmer? Natalie! Who's shouting? Hier versteckst du dich also, ich hab dich schon die ganze Zeit gesucht. Aha. So, was isst du? Das sieht total eklig aus, gib mal her. Damian, das ist vom Hamburger. Tomaten und ein Salatblatt? Bist du ein Hase oder was? Aber weißt du was, da fehlt noch das Dressing. In der Tat. Worauf wartest du noch? Ist es endlich? What is that? Hey, wir haben survived. I am very froh. Ich lebe noch. In der Tat. Ach, es ist schon dunkel geworden. Wie kann das sein? Ich habe hier doch nicht Stunden gelegen. Das weißt du doch gar nicht. Die Uhr ist stehen geblieben. Jetzt weißt du es erst recht nicht. Wie komme ich überhaupt hierher? Da war dieses Monster und dieser Schatten. Nein, ich will darüber nicht nachdenken, sonst verliere ich noch den Verstand. Ich muss einfach weitergehen, an nichts mehr denken, nur noch den Ausgang suchen. Okay, cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn...
ja, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin immer wieder gespannt und sehr gespannt, was uns im nächsten Gebiet erwartet. Also, das Spiel fesselt einen schon, finde ich. Weil man doch in gewisser Weise irgendwie mit seinen Ängsten konfrontiert wird. Die Mülltonne ist leer. Zerbrochene Teller und Becher. Tür ist verschlossen. Der Karton ist leer. Bevor ich da oben gucke, gehe ich erstmal unten gucken. Abgenutzte Jacken. Normal, ne, im Karton. Schaufeln, Haken, andere Werkzeuge. Aha. Kohlestücke. Nichts zu machen. Die Platte sitzt bombenfest. Was soll ich machen? Wir ziehen mal an der Kette. Okay. Wir müssen also irgendwas dranhängen. Mehrere Vermisstenanzeigen. Creepy. Creepy shit. Okay. Das ist irgendwie 1:1 der Laden aus Desert Nightmare. So fast. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Radio noch brauchen werde. Kleines Radio erhalten. Okay, und deswegen klauen wir es? Ich würde es echt gerne bezahlen. Aber ich glaube, der Typ hat mich gesehen. Ich möchte dieses Radio kaufen. Du bekommst hier gar nichts, verschwinde. Ja. Dann klaue ich es halt. Was mache ich jetzt? Soll ich es wieder zurückstellen? Mir bleibt ja sonst nichts anderes übrig. Ich kann es nicht einfach klauen. Wir haben schon viel schlimmere Dinge getan bis jetzt. Oder doch? Wenn ich ihn irgendwie ablenken könnte, dann... Bin ich wirklich schon so tief gesunken? Come on, es ist nur ein scheiß Radio. Milchtüten, Fleisch, Käse, Eis. Die neuesten Sonderangebote. Ich meine, wenn der Hurensohn uns nichts verkaufen möchte, ja, ich möchte es erstmal zurückstellen. Wenn der Hundesohn uns nichts verkaufen will, hat er Pech gehabt. Dann wird er ausgeraubt. Hey, NPC, ist cool. Was haben wir hier? Die Kiste ist leer. Shit. Die Kiste hat ein Zahlenschloss. Hi. Verzieh dich! Hä? Warum muss hier jeder so aggressiv sein? Das würde ich auch, wenn ich hier wohnen müsste. Blöde Kuh. Am liebsten würde ich einfach weitergehen, aber sie hat dieses seltsame Tier bei sich. In der Tat. Die Mülltonne ist voller Farbe. Cool. Was haben wir hier? Tür ist verschlossen. Nichts Interessantes. Überwiegend Liebes- und Abenteuerromane. Vielleicht sind die Leute deswegen so aggressiv, wegen dieser schlechten Lektüre. Schuhe und Mäntel, okay. Das Fenster steht offen. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn es offen ist. Ob die komische Frau hier wohnt? Vielleicht kann ich sie irgendwie austricksen. Welche komische Frau? Nichts Interessantes. Der Herd ist leer. Die essen halt auch alle auch nichts hier. Ich meine, da wäre ich auch angepisst, bin ich ehrlich. Hi. Schaust du immer noch? Hier läuft langsam die Zeit davon. Warum macht sie das? Sie weiß ganz genau, was hier passiert. Was sollen diese Andeutungen? Will sie mir helfen oder will sie mich nur verwirren? Warum sagt sie mir nicht einfach, wie ich zur Hauptstraße komme? Ich bin nicht zufällig an diesem verrückten Ort gelandet. Es muss dafür einen Grund geben. Und sie kennt ihn. Warum bin ich hier? Weil du es verdient hast. Ich habe niemandem etwas getan. Wenn überhaupt, dann bin ich das Opfer. Glaubst du das wirklich? Du möchtest es wohl glauben. Bald wirst du es verstehen. Ich hoffe nur für dich, dass es dann nicht schon zu spät ist. Aber niemand wird dir hier eine Antwort geben. Nur du allein kannst die Antwort finden. Okay. Ich verstehe. Zerfledderte Bücher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Protagonisten, sage ich jetzt mal, Metallrohr erhalten. Cool. Ziemlich viel Scheiße am Stecken haben. Ich fasse die seltsame Chemie nicht an. An der Wand ist Farbe. Really? Okay, kann als Schlagwaffe benutzt werden. Ich verstehe.
Bam, 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 bam. Aber wie kann ich die alte Lady austricksen? Die, also diese Lady hier. Wie kann ich sie austricksen? Warum soll ich sie austricksen? Also, dass ich durch kann. Die Frau würde mich bestimmt bemerken, wenn ich hier Lärm machen würde. Ach so, okay. Ah. Das heißt, ich kann mit dem Eisenrohr... No. Okay, Radio. Radio. Radio, Batterien, ihr wisst schon. Zahlenkombination weiß ich noch nicht, komme ich vielleicht im Moment noch nicht dran. Die Frage ist, kann ich mit dem... Soll ich mal einfach eins überbraten? Das bringt nichts. Wir nehmen es jetzt einfach mal und versuchen abzuhauen. Nein, das war keine gute Idee. Ich könnte aber auch einfach den... Ich könnte auch einfach das Eisenrohr nehmen und den Typen einfach verkloppen. Na, ihr werdet. Aber das ist nicht gewünscht. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Tiefkühltruhe zu tun. Ha. Okay. Also ich brauche definitiv das Radio, um die alte... Vielleicht geht der Mann zur Tür, wenn ich klingel. Oh, okay. Ja, das könnte klappen. Ich muss mich nur beeilen. Es hat tatsächlich geklappt. Okay. Es hat tatsächlich geklappt. Ah, jetzt brauchen wir nämlich die wunderhübschen Batterien dafür. Ach so. Ich brauche nur eine Batterie, okay. Ich hätte vielleicht ein bisschen aggressivere Musik ausgewählt. Just saying. Okay, das war unanständig einfach, möchte ich meinen. Das ist nah genug, sonst fällt mich dieses komische Tier noch an. Dort steht, dass niemand ihm zu nahe kommen soll. Wer ist ihm? Mehrere Dosen mit Schmieröl. Karton ist leer. Leer. Fest verschlossen. Schade. Das kann man kaum noch Wasser nennen. Farbentferner erhalten. La 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 la. Ihr habt nichts gesehen. La 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 la. Was passiert, wenn ich jetzt ins Haus will? Okay, wir sind schlau. Wir tun so etwas nicht. I understand. An der Wand ist Farbe. Dann nehmen wir doch den Farbentferner. Wir haben leider nur nichts, womit wir die Farbe entfernen können, außer unsere Hand. Der Farbentferner ist leer. Cool. An der Wand steht wirklich etwas. Drei Zahlen und vor ihnen sind drei Striche. 384. Okay. 384. Ist natürlich die Frage, ob ich eventuell noch einen anderen Hinweis übersehen habe. Es könnte aber auch irgendeine Art Kombi sein, die man versuchen muss herauszufinden. So, hatten wir hier unten noch irgendwas, mit dem wir interagieren konnten? Ajo. Ajo.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Eisenrohr dafür missbrauchen würde, aber hey. Ich hatte nichts anderes, deswegen probieren wir es einfach. Auf dem Zettel stehen drei Zahlen und dahinter sind drei Striche. 715384. Cool. Hinweise erhalten. Yeah, nice, nice. Hat es läuft ja wie's geschnitte Brot da, Hanne. Aber ich glaube auch langsam, worauf dieses Spiel hinaus will. 7, 3, 1, 8. Jetzt habe ich die Kombi vergessen, Alter. 7, 1, 5, 3, 8, 4. Und hier bekommen wir den Schlüssel. Very nice. Ciao, ich bin da mal weg, Oma. Gut ruhen. Viel Spaß noch beim Müllessen. Okay. Ob er mich durchlässt? Vielleicht sollte ich ihn lieber nicht fragen. Nein, es gibt aber nur diesen einen Weg. Können Sie mich bitte durchlassen? Wie viel Geld hast du bei dir? Warum? Also, ich weiß nicht so genau. Ich denke, ich werde mal nachschauen. Doch, los stecken. Gib mir einfach alles. Was? Was? Das meint er doch nicht. Sonst lasse ich dich nicht durch. Also gut. Ach, ist immer das Gleiche. Warum lasse ich mir das gefallen? Welches Recht hat dieser Kerl, Geld von mir zu verlangen? Ich sollte ihm das einfach sagen. Ich sollte mich zur Wehr setzen, sonst... Hör doch endlich auf damit, Sarah. Findest du das richtig, sie immer so zu ärgern? Okay, wir sind anscheinend ein Mobbing-Opfer. Mobbing ist ein schwerwiegendes Thema. Natalie stört das nicht. Stimmt's, Natalie? Die gefällt das, oder? Du bist eine richtige Masochistin. Ja, wir wurden eindeutig gemobbt von Elaine. Elaine steht an vorderster Stelle. Ich hab sie erkannt. Ich hab sie gesehen. Jetzt bald. Fuck you, man. Ey! Endlich finde ich hier mal einen normalen Menschen. Was ist los? Dieser Mann will mich nur durchlassen, wenn ich ihm mein ganzes Geld gebe. Hast du ein Problem damit? Weißt du, Natalie, bei denen hilft nur eins. Oh, yeah, bruh. Verpiss dich endlich! Klappspaten! Lass uns hier verschwinden. Ja, was soll ich sagen? Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Marcel! Was ist? Warum so viel Euphorie und Freude, mich zu sehen? Ich weiß selbst, wie verrückt das klingt, aber ich muss das einfach fragen. Also, naja, es ist mir wirklich wichtig. Weil das sonst gar nicht mehr aufhört, dieses Kreiseln in meinem Kopf. Nur zu. Hast du auch etwas gesehen? Ich meine, also etwas, das nicht normal ist. Ich weiß nicht, wie ich... Versteh schon, was du meinst. Erzähl mir mal alles von Anfang an. Also gut. Dann habe ich mir das alles wirklich nicht eingebildet. Ja, diese scheiß Dinger gibt es echt. Ich wollte das erst auch nicht glauben, aber zwei Menschen mit den gleichen Hallus? Nein, das ist unmöglich. Naja, du hast schon recht. Aber wie ist das möglich? Also, ich meine, solche Monster, dass es sie gibt und dass wir hier gefangen sind? Keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch egal, was das für Viecher sind und warum es sie gibt. Ich weiß nur eines, ich will hier so schnell wie möglich weg. Und falls mir so eine Missgeburt über den Weg läuft oder irgendeiner von den Typen mir auf den Sack geht, dann schlage ich sie einfach tot. Ist ein Weg, ja? Hier, den habe ich in dem Haus gefunden. Ein Streithammer. Wenn du den auf den Kopf kriegst, dann heißt es auf Nimmerwiedersehen. Wahrscheinlich ist er nicht echt. Sieht noch ziemlich neu aus. Aber was soll's. Wirken tut er trotzdem. He is the Agro Man. Von Lucas und Sophie hast du nichts mehr gesehen, oder? Nein. Scheiße, ich hoffe, dass die beiden klarkommen. Naja, wir können da nichts machen. Jetzt muss jeder an sich selbst denken. Gehen wir erstmal zum nächsten Ausgang, dann sehen wir weiter.
Okay. I understand. Irgendein Müll. Abgeschlossen. Man kann natürlich auch den Hammer benutzen, um Fenster einzuschlagen. So ist es nicht. Die Frage ist, musste ich das wirklich? Abgenutzte Pelzmäntel. Girlanden. Girlanden und Lampignons. Also ich glaube, ein deutscheres Wort wie Girlanden gibt es nicht alle. Girlande von der Gudrun. Nichts drinnen. Crazy. Nichts Besonderes. Absolut leer. Viereckigen Aufsatz erhalten. Kann auf eine Kurbel gesetzt werden. Ha. Es ist super klar, dass die Kurbel wieder ihr Comeback feiert. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein für diesen etwas längeren Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.